So, da bin ich schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ich habe noch gar nicht geschlafen. Wir haben jetzt gerade 1 Uhr nachts. Ich bin halt immer noch dran mit Aufgaben, Emotes hochladen und etc. pp. Also erstmal danke an alle, die fleißig am Gucken sind, am Liken sind. Grüße gehen dann wirklich an jeden Einzelnen raus. Jetzt kommt natürlich der neue Fortnite-Shop. Ihr seht es, 23 Stunden, kam gerade neu rein. Und wir haben natürlich auch direkt neue Sachen für Ace. Was ist es? Richtig. Endlich die goldene Variante. Ist das die neue Variante? Ich feiere den Skin nicht so, deshalb weiß ich gar nicht mal, was hier wirklich die neue Variante ist. Die war ja schon immer da. Bei der hier bin ich mir schon nicht mehr sicher. Aber die müsste eigentlich neu sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, was haben wir noch Neues? Sternenwucht. Okay. Wie viele Varianten gibt es die? In 3 jetzt, okay. So, dann haben wir ein altes Emote. Aber natürlich Copyright. Wir kennen es ja. Ich werde es natürlich trotzdem hochladen, nur halt keine Werbung drauf. Wenn es das gönnen will, natürlich gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. In dem Sinne auch danke für alle, die da fleißig unterstützen. So, dann Schlachtenstäbchen ist wieder da. Ich merke schon, ich bin langsam schwer müde. So, das ist wieder drin für ein 2. Dann Blasenkaro. Naja, ja, ist nicht so besonders, sage ich jetzt mal. So, dann Überlebenskünstlerin ist drin. Und natürlich Schmetterinchen. Gott, die Skin sind mir aber vollkommen vorbeigegangen. Mit passendem Rückenaccessoire. Okay. Den Skin habe ich nicht mitbekommen. Keine Ahnung, wo ich da war. Und dann auch der Schwitz. Das Schwitzer Spitzhacken-Ding schlechthin. Weil den muss man ja haben, wenn man Schwitzer ist. Und dann die umgekehrte Klinge. Und guck mal, nice. Die hatte irgendwie was. Irgendwie, ja, dort, die gefällt mir. Und dann voll 80er, natürlich auch wieder. Wir wissen es ja, Copyright. Und Seilspringen ist auch wieder am Start. So, das dürfte es eigentlich schon. Ja, das war's schon wieder. So, dann halt das komplette Paket wieder für 2.500 V-Bucks. Man kann sich natürlich alles auch einzeln holen. Dann auch von gestern, die Sachen sind auch noch drin, okay. Ja gut, Thanksgiving, ne? Gut, gehen wir mal kurz drauf ein, weil ich selbst habe ja kein Shop-Video gemacht, weil ich einfach zu spät war. So, dann haben wir die grünen Klee drin, Goldtop, Glücksmuster, der Schneider. Ja, ich habe mir den Skin damals gekauft, glaube ich. Ja doch, ich habe mir selber gekauft, meine ich. Und die maßgeschneiderten Messer. Und oh, die Klebebeauftragte, ich finde die so nice. Aber ich finde sie so nice, ich würde mal gerne wissen, man müsste so eine Statistik haben, wo man sehen kann, welchen Skin, wie lange man den nicht mehr benutzt hat. Würde mich echt mal interessieren. Weil ich glaube, ich habe den mir letztes Jahr gekauft und der sieht aber auch nice aus. Ich sage immer, vergiss so schnell die Skins. Dann natürlich Smaragd-Axt. Und die Glücksmünzen. Und Zyklonenregen. So, Chance hatten wir schon. Ja. So, des Weiteren natürlich Master Chief noch drin, Street Fighter noch drin, Kratos noch drin, Zukunftskrieg noch drin, dann Snake Eyes ist noch drin, Joker-Paket immer noch, Midas, die weibliche Variante auch drin. Ich habe sie mir immer noch nicht gekauft, ich werde sie mir auch nicht kaufen, ganz ehrlich. Ich finde, keine Ahnung, den Skin werde ich nicht spielen wegen 1500 V-Bucks. Ihr seht selber oben rechts, ich habe genug V-Bucks in Anführungszeichen. Und da würde ich sagen, reicht das auch. So, ihr wollt bestimmt sehen, wie weit ich bin. Ich bin jetzt Level 15. Aufgabentechnisch fehlen mir hier noch zweimal aufwerten, aber ich bin auch gerade nicht darüber am Spielen. Ja, der Rest kommt so, sage ich mal, von alleine gerade irgendwie. So, ich denke mal, dass ich morgen eventuell live kommen kann. Aber ich bin halt noch hier auch zum Beispiel, damit ihr mir wisst, was ich noch so vorhabe. Ihr wisst ja alle wegen den Sammlungen. Ich hatte halt vor, da wirklich zu zeigen, wo man jeden Einzelnen finden kann. Und das hat natürlich auch noch ein bisschen Zeit, also das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch. Und in dem Sinne, ich denke mal, die meisten werden es verstehen, aber zum Wochenende wird ich definitiv da sein. Zu 100%.
So, dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Shop-Video. Wie gesagt, danke für die ganze Unterstützung. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und wegen Rette die Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Seite so schnell aktualisiert ist. Ich habe die V-Bucks-Mission eben noch schnell gemacht. Doch, ist da. Ist schon da. Wir gehen schnell rüber. Es gibt heute nämlich 140 V-Bucks. Ach Gott. Marsch die gleich noch. Das sind 4 verschiedene Missionen. Oh Mann. Ich wollte doch eigentlich ins Bett. So, das. Hallo. Steinwald, einmal Mission 9 ist Datenbeschaffung. Müsste da sein. Ja, einmal da 25 V-Bucks. Dann haben wir in Cannon Valley einmal bei 52 und ist Atlas. Atlas, da auch nicht. Atlas. Splint. Wieder ein Anzeigefehler. Ah, da sind sie. Da sind die 35 V-Bucks. Und die anderen sind drüben. Dann haben wir bei 76. Na, welche ist es? Da einmal den Schutzbunker reparieren und dann bei 108. 108 ist eine lange Mission. Die ist hier, 40 V-Bucks. Dann gehen wir ganz schnell in den Lama-Shop rein. Nix kostet. Ich habe ein komplexes Innenleben. Ja, quatsch mich nicht voll. So, dann würde ich sagen, war es aber jetzt mit dem Shop-Video. Und euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Leveln, Aufgaben machen und haut rein.